bekommen. Boah, 4 Bolten in der Ecke, perfekt. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir Thomas und Playageddon und ein Gast ist auch heute dabei. Hallo zusammen, hier ist der Teasy, guten Tag, guten Tag. Genau, also in der heutigen Folge hatten wir vor, die Bauhütten-Challenge zu machen. Willst du es erklären oder soll ich es machen? Na, fang du an, erklär. Du hast es dir ausgedacht. Okay, die Bauhütten-Challenge besteht darin, dass man in 10 Minuten versucht, so viele Bauhütten wie möglich zu zerstören. Man kann ja im Profil sehen, wie viele Bauhütten man jetzt zerstört hat. Also bei mir sind es momentan... Moment. Kannst ja, ich mal bei dir nachschauen. Ja, ich guck auch mal nach. So. Wie heißt der Erfolg überhaupt? Warte mal, Bauhüttenzerstörer wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie so. Ah, Baulöwe. Baulöwe. Baulöwe, ja. Okay, wie viel hast du? 7261. Okay, ich bin bei 9760. Okay, nicht schlecht. So, ich habe mir das nochmal schnell aufgeschrieben. Und dann nachher zählen wir einfach die Differenz mit der neuen. Genau. Links, und dann machen wir das einfach so. So. Wunderbar. Also wir haben beide einen Kasernenboost drin. Ja. Die Challenge läuft über 10 Minuten, das heißt wir werden nachher, also Playageddon wird nochmal runterzählen von 5 bis 0, dann starte ich auf dem iPad einen Timer, den habe ich neben mein Mikrofon gemacht, also ihr hört auch, wann die 10 Minuten vorbei sind, dann ist Stopp. Wollen wir machen, dass der laufende Angriff, wenn wir dann noch einen gestartet haben, dass er noch dazu zählt? Oder, ich würde ja sagen, ist dann genau, wenn wir gerecht. Da noch einen gefunden haben, zählt er noch dazu. Truppen frei auswählbar, würde ich sagen. Ja, genau. Was wir wollen, wunderbar. Gut, in welcher Liga farmst du? Das ist vielleicht noch relevant für die Zuschauer. Ich bin in der Goldliga 2. Okay, ich bin in Gold 3. Also ich denke, okay, da gibt es ja, keine großen Differenzen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, du zählst runter und dann starten wir. Okay. So. 3, 2, 1. Los geht's. Los geht's. 1000 Gold für einen neuen Gegner. So, haben wir die erste Bauhütte. Oh, ich habe schon mal den ersten perfekten Gegner hier gefunden. Bauhütten nebeneinander, ja? Ja, 3 Stück. Shit, meine sind an den Ecken. Okay. Okay, komm, 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 komm. Zack, und aufgeben. So, weiter geht's. Es ist so klein auf dem iPhone. Ja, ich spiele ja auch auf dem Samsung Galaxy S5 und ist auch nicht besonders groß. So, Bauhütten, yo, in der Ecke, perfekt. Du hast richtig Glück bisher. Ja, muss man schon zugeben. Hat auch mehrere Bauhütten, ne? Ja. Du Lacker. Shit, Mann. Also bisher hatte, glaube ich, jeder nur so 2 bei mir. Das okay, ich habe hier schon wieder was gefunden, wo die Bauhütten draußen stehen. Oh, Riesenbombe lebende Was ist das denn? Wieso stellt man eine Riesenbombe vor den Bauhütten hin? Wusste er, dass wir die Challenge machen, oder wie? Das sind aber die Fiesen, ne? Bauhütten drin, was ist denn das? Oder ich bin blind und so aufgeregt. Hier sind noch Teslen an den Bauhütten. Ah, das sind die besten. Aus welchen Gründen auch immer. So, Leute, so. Hasse ich. So, Bauhütte tot, Bauhütte tot, Bauhütte tot und weiter. In der Challenge werde ich auf jeden Fall mächtig mit dem Pokal. Ja, ich merke es auch gerade. Ich bin, schon einiges gerade runtergedroppt in den letzten Sekunden. Ich auch um die 100 Pokale ungefähr. Also ich glaube, mit Champion wäre das ätzend geworden. Da hätte ich mich auch geärgert. Oh, ja. Da hatte ich gut, dass ich da noch mal ein bisschen vorher runtergegangen bin. Also teilweise haben die nur eine Bauhütte, die Jungs bei mir. Meine haben meistens 3 Stück in den Ecken. Ja, 3 scheint mehr oder weniger der Standard zu sein. So, ich bin schon in Gold, Liga 3. Okay, dann passt das ja doch ganz gut. Los, ihr hässlichen Truppen. Queen Rage, nein! So, aufgeben. Und schon wieder minus 30 Pokale. Ja, so ab und zu kriege ich sogar noch ein bisschen Gold dazu. Jetzt ist hier nur das Rathaus draußen. Hier ist eine Bauhütte. Oh, hier sind 4. Mein erstes Mal 4, glaube ich. Dann mal los hier. Minions. Da ist auch noch eine Bauhütte.
Ja, die übersieht man auf dem iPhone, wenn man so schnell macht und rausgezoomt ist, doch gerne. Also die sind jetzt nicht so riesig, dass man da immer direkt sieht. Ganz kurzer Zwischenstand, sind noch 7 Minuten. Was, schon 3 Minuten? Ja, ja, wir sind schon 3 Minuten. Nicht schlecht. So, weiter geht's. Eine What the Fuck Base. Auch mit Bauhütten. Ah, 2 Stück, ja komm, nehmen wir einfach mit. Ich nehme alle mit. Also ich nehme, das ist, naja, vielleicht verrate ich gerade meine Taktik, aber wenn, also eine Bauhütte hat ja jeder. Und die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich glaube, das Wegklicken von der fertigen Bauhütte, das lohnt sich. 2 hat sogar jeder. Ja, stimmt, stimmt. Man muss ja am Anfang die Bauhütte bauen. Hast du recht. So, beenden. Und weiter geht's. Oh Mann, oh Mann. Gehen sie auf den verdammten Bohrer, anstatt da drauf zu gehen. Und man sieht so viele Gegner mit Loot, die man einfach auslässt. Scheiße. Ja, das ist in Challenges bei mir auch oft aufgefallen. Wenn man farmen will, da findet man kein Loot. Aber in solchen Challenges, wo es nicht ums Farmen geht... Ja. Okay, haben jetzt hier noch eine Bauhütte. Die steht auch wieder sauweit drin. Also der hat da... Muss ich verdammt viele Truppen schon opfern. Ich habe einen weggedrückt, wo die Bauhütten in der Ecke standen. Mist. Okay, ob ich die jetzt noch kriege, muss ich mal sehen. Queen noch mal ziehen. So, Bauhütte hier hin, Bauhütte hier hin. Nein, meine Truppen sind fertig ausgebildet, ich muss neue. So, habe ich alle Bauhütten hier mitgenommen, jo. Weiter geht's. Minus 27 Pokale wieder, ich bin gleich in Silber 1. Ja, ich bin bei 1000 Pokalen aktuell. Also ich habe richtig fetten Minus bekommen. Boah, 4 Bauhütten in der Ecke, perfekt. So sollte es sein. Und hier wieder ein bisschen inaktiver Loot. So, wieder 4 Bauhütten abgestaubt. Und aufgeben. Und wieder minus 16 Pokale, super. Ich könnte mir vorstellen, dass du das relativ eindeutig gewinnst. Das wäre schon... Schon wieder hier 3 Bauhütten. So, wo sind deine Bauhütten? Ah, die noch eine. Ah, schön versteckt. Aber ich finde sie natürlich. 5 Minuten noch. Okay, so. Also bisher hatte ich jetzt das erste Mal, dass die Bauhütten wirklich nebeneinander waren. Ich habe das hier beinahe nur. Okay. Okay, wieder. Boah, 5 Bauhütten hat er hier. Scheiße. Ne, nur eine. Ne, 2, 3. Okay. Ja, 5 Bauhütten ist, glaube ich, selten, dass die Leute dann doch, wenn sie 5 haben wollen, müssen sie ja meistens schon ein bisschen Geld investieren. Oder sie spielen schon seit 2 Jahren COC und haben nie Juwelen für etwas anderes ausgegeben. Ja, das gibt's sicher auch. Also, das gibt's sicher auch. Also, was heißt, gibt es sicher auch? Ich weiß, dass es das gibt, das stimmt. Aber... Also ich persönlich habe mir die Bauhütten relativ schnell gekauft. Also ich wollte sie, als Rathaus 7 hatte ich sie mir, glaube ich, schon geholt. Ja, ich auch. Als ich gemerkt habe, okay, das Game geht mir zu langsam voran und so viel echtes Geld möchtest du jetzt auch nicht investieren. Okay. Da hatte ich dann die Bauhütten mir geholt, zumindest schon mal, dass es da ein bisschen schneller geht. Ja, ich hatte das auch damals. Ich habe, eigentlich sollte man, wenn man ja anfängt, die Juwelen behalten, aber ich habe mich nicht dran gehalten und dann alles fertig gejammt. Und dann habe ich mich entschieden, komm, kauf mir eine Google Play Karte, holen uns schnell ein paar Bauhütten und fertig ist. Oh ja, jetzt sind es auch mal 4 Bauhütten auf einen Fleck. Ah, okay, hier, ne? Ich noch irgendwo in der Ecke was? Ne. Ja, also ich weiß nicht, auf wie viele ich komme. Ich gehe, ja, es wird schwierig. Ist ganz schwierig einzuschätzen jetzt bei mir. Weil wirklich doch viele schlecht waren und ich vielleicht auch bei ein paar übersehen habe. Da waren dann auch Rathäuser dazwischen, so wie jetzt gerade. Das ist richtig eklig. Mhm. Und dann gehen sie erst aufs Rathaus, anstatt auf die Bauhütte zu gehen. Pio, das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Ich bin jetzt bei 900 Pokalen angekommen. Ich bin, glaube ich, auch bei der 1200 ungefähr. Der hat 5. Der hat 5 Bauhütten. Meiner hat hier 3, das ist auch in Ordnung. Ja, 3 ist immer gut, ja. Die meisten sind echt bei 2. So, haben noch 2 Minuten. Okay, nochmal alles geben hier.
Ja. Ah, der hat hier noch. Ah, nee, das hole ich mir nicht. Ist zu schwer ranzukommen. Ja, innen drin, das sind die blödesten, finde ich. Also, es sind ja echt viele, die das machen. Aber ja, oder wenn. Oder wenn ein paar Gebäude davor stehen, ist auch blöde. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, wie schnell geht's denn bei dir mit dem Weiterklicken? Geht das gut? Eigentlich schon, ja. Okay, da habe ich noch einige Schwierigkeiten anscheinend. Dass beim Weiterklicken da die Lupe doch lange geht. Also ich habe gar keine Probleme. Es geht immer sofort voran. Ja. So, noch 1 Minute 30, Endspurt. 90 Sekunden. Mal gucken, was man da noch rausholen kann. So, weiter geht's. Wow. Ah, da eine Bauhütte und die anderen sehe ich momentan nicht weiterkleben. Drei am Rathaus. Nicht schlecht. Ja, hier mit Minions habe ich jetzt auch noch nebenbei ein paar ausgebildet. Ja, das ist auch klug. Na, die werden zumindest nicht von den Kanonen direkt angegriffen. Ja, das stimmt. So. Piu. Sehe ich keine weitere Bauhütte? Der hat nur zwei Bauhütten ins Rathaus 10. Mein Gott. 50 Sekunden. Ah, wieder drei. Boah, fünf hat ja fünf außen, geil. Ah. Muhahaha. So. Wieder 5 wie abgestaubt, perfekt. Und die letzte nicht bekommen, zu früh weitergeklickt. Ah. Nicht gut. So, wie viele Sekunden haben wir noch? 30. 30. Okay, hier ist noch einer mit 3 Bauhütten. Eigentlich müsste hier noch einiges gehen. Nein, ich setz alle Truppen 19. Komm, jetzt nimm die mit. Komm, schnell. Nicht mehr. Jetzt noch 10 ungefähr? Ja, 9. Okay, komm. Ich breche ab und suche nochmal 9. In der letzten Sekunde, ja, okay, den nehme ich noch mit, ist noch in der Lupe. So, stopp, wir hören den Timer. Jo. Wunderbar, so, ich bin noch das letzte Mal in der Suche, leider Rathaus 7 mit genau 2 Bauhütten nur. Dann nehme ich den noch entspannt mit. Hoffentlich kriege ich die überhaupt. Er ist schlecht ausgebaut. Okay, habe ich. Gut, dann so. Würde ich sagen, nicht, dass ich noch einen übersehe. Jetzt habe ich ja Zeit. Abbremen, aufgeben. So, minus 17 Pokale nochmal. Bin jetzt mittlerweile bei Silber 3 angekommen. Verdammt. Ich glaube, ich bin in Silber 2. Muss ich gleich mal schauen. Dann gucken wir mal aufs Profil. So, ich habe meine Differenz schon aus. So, sagst du mir, bei wie viel ich war? Das weiß ich nicht. Ah, okay, dann müssen wir am Anfang des Videos nochmal gucken, würde ich sagen. Ja, das ja, sonst machen wir jetzt einen kleinen Cut rein, wenn es ja kein Problem ist. Dann machen wir einen kurzen Cut rein. Alles jo. Klar, gut. 5, 4, 3, 2, 1. So, da wären wir wieder. Wir haben unsere Differenz ausgerechnet und ich würde sagen, wer will anfangen oder wollen wir erst die hintere Zahl nennen? Ich würde sagen, wir fangen mit der hinteren Zahl an. Ich kann schon dazu sagen, ich glaube, ich war nicht so gut in der Challenge. Ja, ich habe schon den Eindruck, dass ich nicht optimal dabei war. Aber wir kriegen das hin. Also, ich sag dir die hintere Zahl. Das ist eine 1 bei mir. Okay, bei mir ist es eine 2. Eine 2, okay. Dann sag ich dir die vordere Zahl. Das ist eine 7. Also 71. Nein. 71. Nein. Ich habe eine 62. 62? Das klingt fair, Mann. Das klingt verdammt fair. Okay. Ach, okay, das ist cool. Erste Challenge direkt gewonnen. Bam. Ah, ich verliere momentan irgendwie alles. Alles. Okay, ja, gut, das ist nicht schlimm. Ja. Aber so würde ich sagen, ist eine Real-Life-Bestrafung doch genau das Richtige. Ja, genau. Ich hatte noch nicht genug. Ja, eine Real-Life-Bestrafung. Ich denke, das kommt auch immer gut auf den Kanal. Und ja, das ist immer sehr beliebt, ja. Ich überlege mir was, würde ich sagen, oder? Mm. Oder wollen wir das jetzt schon machen? Möchtest du jetzt schon was? Dann muss ich mir spontan was überlegen. Ja, sonst, du kannst dir was überlegen und das ich wird... überleg was und schreib das unter dein Video. Genau, kannst du machen. Sobald es online kommt. Und dann gucken wir mal auch, was die Leute noch dazu kommentieren, was sie sagen. Ja. Und dann machen wir das so. Dann kommt das unter das Video. Und genau, so würde ich sagen. Ich zeig's nochmal noch kurz, dass wir jetzt hier sehen in mein Profil, damit ihr auch alle seht, dass ich keinen Quatsch erzähle.
Am Anfang des Videos sieht man ja Baulöwe, jetzt habe ich 9831 und davor hatte ich 9760. Ja. Mhm. Also das zeige ich hier auch nochmal, dass ihr es seht. Genau. Okay, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, muss man sagen. Solche Challenges sind cool. Und ja, hast du Bock auf Abmoderation? Dann ja, können geht's. Wir machen. Also falls ihr TZLP noch nicht kennt, der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Schaut doch mal vorbei. Ja, bei mir genauso, direkt oben in der Beschreibung, hier Player Gaddon. Schaut vorbei, macht richtig coole Videos. Danke. Da könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf COC habt, werdet ihr da komplett versorgt. Der macht auch noch mehr als COC. Also schaut wirklich vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir sind komplett am Ende der Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns beiden einen Daumen nach oben dort. Genau. Und unter dem Kanal. Kommentiert fleißig, vielleicht habt ihr noch Ideen für andere Challenges. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Jo. Macht's gut. Ciao. Ciao.